Die Beastie Boys haben nochmal Street Credibility bewiesen und live während der Rush Hour in den Straßen von New York performt. To the Five Boroughs, checkt rein auf der 3. Zu Hause in Finnland sind Nightwish so beliebt, dass jetzt ein Bier nach ihnen benannt wurde. In Deutschland können sie sich bald auch eine Brauerei leisten. Once fällt weich von der 1 auf die 2. Wir haben eine neue Nummer 1 in den deutschen Albumcharts. Und die kommt von den Söhnen Mannheims und ist jetzt zweiter Longplayer Noise. Glückwunsch nach Mannheim. Wir erinnern uns, das erste Album der Söhne hieß ja Zion. Zion, Noise, Noise, Zion. Es ist natürlich so, dass Noise mit Z nichts anderes ist als Zion rückwärts geschrieben. Das heißt, sie bleiben sich treu und zwar auf der ganzen Linie. Auch diese Platte ist im Grunde so ein Aufruf für eine schönere und bessere Welt, ohne Betroffenheit erwecken zu wollen. Eigentlich geht es nur darum, Engagement zu zeigen, ganz im Kleinen und wo immer es geht. Und 3 Jahre nach ihrem Debüt machen die Söhne Mannheims damit jetzt auf Anhieb Platz 1 klar. Hier ist das aktuelle Video dazu, hier ist Vielleicht und ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Hier gibt es die neue Nummer 1 der deutschen Albumcharts. Hier sind die Söhne Mannheims. Ciao.